Valerie, mal wieder mit einem Gast. Oh mein Gott, wer hat's erwartet? Wer ist es? Die liebe Bianca von Bibis Beauty Palace. Yay! Und wir beide sind natürlich dafür legendär und sehr bekannt für unsere Primer Calls. Also unser letzter Primer Call ist einfach mega gut angekommen. Und so viele haben geschrieben, mach mal bitte wieder ein Primer Call zusammen. Und dann sind wir natürlich wieder stets nach Essen gefahren. Nicht Essen, sondern in die Stadt Essen. Haben wir auch schon im letzten Video gesagt. Ja. Und ja, es war richtig, richtig cool, haben so viel eingekauft. Das ist so unnormal. Dagi hat alleine 4 riesen Primer-Tüten. Voll. Ihr wisst, wie groß die sind, ne? Die sind so. So. Und davon 4 Stück. Crazy. Wir haben unseren Haul in 2 Teile gegliedert. Und zwar ist bei mir der erste Teil von den Sachen, die ich gekauft habe und natürlich auch sie gekauft hat. Und im zweiten Teil findet ihr auf ihrem Kanal, und da sind natürlich wieder auch Sachen, die von mir sind. Und von mir. Genau, wir haben nämlich so viel eingekauft, das muss man einfach in 2 Teile teilen, weil sonst... Ja, das sonst wäre das noch hier. Genau, boah, und ich hatte so Muskelkater von den ganzen Schleppen, ne? Also nicht Muskelkater, aber ich hatte so Schmerzen in den Armen, das war so schlimm. Dann fangen wir auch direkt mal an mit dem ersten Teil und du fängst an. Weil du bist mein Gast, ja. Du hast zwar... Ich möchte gerne was trinken. Aber das so wenig trinken. Warte. Hier hätten wir auch mal einen kleinen Schluck. Das ist der Uwe. Kennst du das? Weißt du, was Uwe bedeutet? Ich würde gerne wissen. Unten wird's eklig. Wie ist egal, ich hab Durst. Okay, also als erstes habe ich im Primark gekauft diese wunderschönen Primark-Schuhe. Die habe ich auch schon in meinem letzten Haul gekauft. Aber leider haben sie nicht sehr lange gehalten und sind nach dem Sommer direkt kaputt gewesen. Die haben 3 Euro gekostet. Und warum hast du die ja wieder gekauft? Ja, weil die voll cool sind. 3 Euro, hallo? Die sind dann kaputt gegangen. Ist doch egal. Mein erstes Teil ist eine richtig, richtig coole Jogginghose. Und zwar meinte Bianca erstmal, die sieht ja voll scheiße aus. Aber ich finde die echt cool, weil die ist oben etwas breiter geschnitten und unten wird die immer dünner. Und hier steht halt so ein komischer Spruch, Stay real. Macht halt keinen Sinn, der Spruch. Macht einfach keinen Sinn, aber die ist richtig chillig, du. So richtig Justin Bieber-Style. Ja. Und die ist mega gemütlich. Und wie viel hat die gekostet? Moment. 12 Euro. 12 Euro hat die gekostet. Ich habe mir auch eine Hose geholt. Und zwar eine neue Jeans. Ich fand die ganz cool. Das ist einfach eine ganz schlichte Jeans in so einem etwas helleren Ton. Ich hab's gleich. ja, genau. So die Farbe. Hinten der Po, die Taschen sind auch ganz schlicht. Das ist einfach eine Skinny-Röhren-Jeans. Super skinny steht da. Genau. Ich glaube, ich hatte die auch mal. Also die sitzt ganz gut, macht einen schönen knacken Hintern und hat gekostet, das muss ich selber mal gucken, das weiß ich gar nicht mehr. 8 Euro? Ach, da ist gar kein Schild dran. Nee, die hat 15 Euro gekostet, das stimmt. So, mein nächstes Teil ist eine Tasche. Und zwar ist das diese hier. Oh mein Gott, die sieht man gar nicht, weil es überbelichtet. Also so sieht die aus. Die hat hier so ein schönes Muster vorne. Ist etwas kleiner. Hier hat hier so eine, noch das so ein schön, Ding, ja. Und hier hat so eine goldene Kette hier. Genau. Finde ich echt cool, also für unterwegs. Ja. Super toll. Die gefällt mir auch sehr. Und die hat 12 Euro gekostet, wie die meisten Taschen eigentlich bei Primark. Und zwar habe ich mal meine ganzen Basic-Sachen neu gekauft. Ich hatte irgendwie keine einfarbigen Oberteile mehr. Und da habe ich mir so ein Langarm-Shirt gekauft, einfach in weiß mit einem runden Ausschnitt oben. Kann ich jetzt nicht mehr zu sagen und hat 4 Euro gekostet. Yeah. Mein nächstes Kleidungsstück ist jetzt etwas gewöhnungsbedürftig, aber mir ist es einfach direkt ins Auge gefallen. Also ich glaube, du hast gar nicht mitbekommen. Nein, habe ich auch nicht. Nee, also ich finde das cool. Das ist so ein T-Shirt, das hat hier so auch hochgekrempelte Ärmel, ist ein runder Ausschnitt, genau, hochgeschnitten. Und hat so Monde, Sterne, Sternschnuppen und so weiter drauf. Ist ein bisschen länger, aber ich habe das gerade vorhin schon angehabt. Weil ich hatte echt keine Zeit dafür, mich da umzuziehen. Also ich hatte auch gar keine Lust, mich da umzuziehen. Das ist immer so schlimm da. Und auf jeden Fall ist halt unten ein bisschen länger. Aber wenn man das in die Hose steckt, finde ich es eigentlich sehr stylisch und ich sehr auch schick. Und hat gekostet 6 Euro. So, ja, ich sehe gerade, ich habe noch ein paar mehr Basic-Sachen hier in der Tüte. Okay, also der Ärmel hier ist jetzt ein bisschen... Also das ist genau das gleiche, was ich euch eben in weiß gezeigt habe, nur in schwarz. Leider eine Nummer zu klein gekauft, gab es nicht mehr in 34, also habe ich sie in 32 geholt. Aber Stretch!
Deine Stirn ist zu fettig. Genau, also es ist stretch. Ich habe es gerade anprobiert. Es ist sehr eng, aber es geht gerade noch so. Jetzt kommt ein Wunder. Oh mein Gott. Dagi hat ja Bianca nachgemacht. Die hat sich auch ein Basic-Oberteil gekauft. Auch noch in Weiß. Genau das Gleiche. Ja, also manchmal braucht man einfach so Basic-Sachen, einfach, weil die einfach zu jedem passen und gerade im Winter. Genau. Mit Schal, mit so einem dicken Schal oder so, finde ich das voll cool. Ja, und bei dem Preis 4 Euro kann man echt nichts sagen. Also, es ist ein ähnliches Oberteil, aber das fand ich echt schön. Ich hatte, wir waren schon am Weg zur Kasse, habe ich da schnell mitgenommen. Das ist ganz dünn und etwas lockerer geschnitten, hat auch wieder so einen runden Ausschnitt. Und das ist halt so, wie nennt man das nochmal? Graumeliert, ne? Also da sind so weiße kleine Flecken dran, das fand ich total schön. Mit irgendwie so einer silbernen Kette, wie ich jetzt trage oder so, glaube ich, ist das ganz schön. Das hat 6 Euro gekostet. Und jetzt kommt ein Pulli, da werden die meisten sagen, what that's a fancy? Ja, das ist ein Pulli, der ist cremeweiß, auch ein bisschen weiß. Cremeweiß meliert. Meliert ist das, ne? Ja, meliert. So, und vorne ist so ein süßer kleiner Fuchs drauf. Oh mein Gott, und das ist in der Größe 40. Waren wir denn mit 36 Marken? Aber ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, nehme ich halt ein bisschen größer, dann sieht der ein bisschen chilliger aus und der passt auch, oder? Ja, der sieht cool aus. Der sieht gut aus. Und hat, wie viel gekostet? 16 Euro und ich finde den echt richtig sweet. What does the fox say? Ding, 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 ding. Dann mache ich mal weiter mit einem Paar Schuhe. Und da habe ich echt super lange überlegt, weil ich denke mir immer, Primark, kurz nur ganz viele billige Sachen. Und die Schuhe haben mir 22 Euro gekostet. Ist natürlich vergleichmäßig auch nicht teuer, ne? Aber es übersteigt den Primark-Durchschnittspreis. Ja, genau. Das sind so Halbstiefel für den Herbst jetzt. Und ich fand die total cool. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen, hier ist alles schwarz, weil die... Und die haben so einen Stoff. Ja, genau, die haben halt hier das, was dunkel ist, das ist so ein weicher Flaumstoff und das andere ist halt so Kunstleder. Ja. Und dann sind hier halt so drei Schnallen, jetzt die eine ist offen, jetzt, ne, so drei Schnallen. Und, weiß nicht, haben mir total gefallen, die sind halt relativ schlicht, sehen ein bisschen schicker aus und ich glaube, die sind ganz gut für den Herbst. Mein nächstes Teil ist ein Hoodie und zwar ist das dieser hier. Den kennen bestimmt alle. Und zwar sieht der so aus, sieht einfach aus wie der von American Apparel. Hier so weiße Schlaufen und ja, ich habe mir gedacht, zum Chillen geht das auf jeden Fall mega klar. Und da er auch billiger ist als der früher, weil früher hat er 10 Euro gekostet, jetzt kostet er nur noch 8,99 Euro hat er gekostet und das ist einfach mega, guck mal wie ich weiß, schön, ich habe den in Pink. Letztes Mal im Primark geholt und der Qualität. Ist richtig kuschelig. Ja, also jetzt habe ich was aus der Tüte geholt. Ich bin natürlich eine ganz liebe Freundin und habe meinem Freund, dem Julian, auch was mitgebracht, weil der nicht dabei war. Und ja, ich habe dem mal ein paar auch so, hier, wie nennt man das nochmal? Basics. Genau, Basics mitgebracht. Und zwar ein schwarzes T-Shirt in der Größe S und das hat gekostet 2,50 Euro. Und jetzt zeige ich einfach das andere Teil von dem auch, weil sonst ist es ein bisschen dämlich. Und dann noch so ein dunkelgraues T-Shirt, genau das gleiche, mit einem runden Ausschnitt. Aber das eben hatte einen V-Ausschnitt, das hat jetzt einen runden Ausschnitt. Ja, ja auch 2,50 Euro. Jetzt kommen wir mal zu diesem Teil hier. Und zwar ist es ein ganz normaler, schlichter Cardigan. Also ich finde, manchmal hat man einfach so Tage, wo man einfach keinen Bock hat, sich großartig zu stylen. Dann kann man einfach so ein Top anziehen und einfach das drüber und dann sieht man super top gestylt aus. Und ich finde, das hat eigentlich auch eine sehr gute Qualität. Die Knöpfe sehen auch sehr hochwertig. Nein, jetzt nicht wirklich, die sehen aber cool aus. Die sehen gut aus. Also ich finde nicht, dass das aussieht wie Primark. Mal gucken, wie lange es hält. Also meine letzten Pullis halten bis jetzt immer noch sehr gut von Primark und hat gekostet 12 Euro. Und das habe ich mir schon mal gekauft in Primark. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber einen Haul gemacht habe. Ich glaube nicht. So, das sind diese Uggboots, natürlich nicht in echt, ne? Und die haben nur 6 Euro gekostet und ich hatte die halt schon mal und die haben wirklich jetzt ein ganzes Jahr gehalten und ich habe die so oft angehabt. Jetzt ist die Sohle bei mir kaputt und da dachte ich mir, ich kaufe mir die jetzt nochmal neu. Ja. Mein nächstes Teil ist jetzt mal Schmuck. Ich weiß gar nicht, ob man das schon so weit sehen kann. Das hat, also ist halt Gold, ist ein bisschen dicker, das ist, wie heißt die immer? Statement-Ketten, genau. Und zwar ist hier so eine Schlaufe halt so rum und hier sind so Steinchen. Ich werde euch die jetzt einfach mal so dran zoomen, damit ihr das auch sehen könnt. Und hier unten seht ihr auch, auch ein bisschen so Stoff und ich finde die einfach sehr schön und die würde auch sehr gut zu meinem Outfit jetzt passen. Aber ich habe sie jetzt nicht angezogen. Und zwar hat die auch 6 Euro gekostet.
Jetzt habe ich schon mein letztes Teil und die Dagi hat da noch sehr viel für euch, das kann ich euch schon mal sagen. Ich habe mir eine Leggings gekauft und zwar für 4 Euro, das ist halt so eine Stoff-Leggings. Ich habe gerade schon gesagt 4 Euro. Aber das ist doch keine Stoff, das ist Stretch, so Stretch-Stoff. Ja, so Stretch-Stoff, genau, aber das ist halt so eine dickere Leggings, ne? Nicht so wie so eine Seidenstrumpfhose, sondern halt so eine richtige Leggings. Ja, genau, ich hatte so eine nicht mehr und deswegen habe ich gedacht, für den Herbst muss man sich mal gönnen. Ja, genau. Ich trage die auch sehr gerne. Und in Schwarz, Schwarz passt halt zu allem. Genau. Ja, das war's mit meiner Tüte. Oh. Dagi, jetzt hau mal rein. Jetzt geht's nur noch um mich. Nein, Spaß. Und zwar, ja, erstmal zu den unwichtigen Sachen. Erstmal hier, Socken. Socken gehen immer, aber ich frage mich gerade, wo die anderen Socken sind, weil ich habe dir 2 Paar Socken gehabt. Ja, das stimmt. Die, aber ich hatte noch ein paar Socken, finde ich jetzt gerade nicht. Egal, ihr könnt euch denken, die Socken gehen immer. So, und jetzt kommt das richtig Coole. Und zwar der Trend aller YouTuber. Das ist wirklich so. Also ich kenne, glaube ich, keinen YouTuber außer Bianca, die das nicht haben. Und zwar ist es ein Onesie. Yay! Komm, die sieht man gar nicht. Nein. So sieht er aus. Also das ist so ein Schweinchen. Das ist ein Schweinchen und der ist halt ganz lang und der hat hier halt so, oh Mann, der ist so hell. Und der hat hier halt so einen ein bisschen dunkleren Bauch und der ist so weiß. Oh. Und die Mütze, zeig mal die Mütze, die ist auch süß. Die Mütze hier, das ist halt so eine Schweinchennase mit Augen und die kann man halt so drauf machen. Aber danke, Messer ist mir gerade auf, weil du hast auch keine Füße. Ist nicht schlimm. Und weil ich so eine liebe Freundin bin, habe ich den Timo auch ein Onesie geholt. Oh, der ist voll süß. Guck mal, ich habe es gar nicht gesehen, das ist ein Schwanzmann. Aber da glaube ich auch. Oder? Ja, hier ist auch ein Schwänzchen dran. Auf jeden Fall ist das hier ein brauner Onesie. Ich muss hier erstmal den Kopf finden. Hier. Und zwar ist das ein Affe. Der sieht so aus. Und der hat aber die Füße bei dem sind zu. Ja. Da, so sieht der aus und der ist, oh, der ist auch voll weich. Ja. Also ich hoffe, der Timo freut sich. Ich bin ja auch eine sehr nette Freundin. Und ja, das war's mit meinen Primark-Sachen für dieses Video. Natürlich gibt es auf ihrem Video natürlich ganz viele Primark-Sachen mehr. Noch eine ganze volle, fette Tüte. Aber jetzt kommen wir zu anderen Geschäften. Und zwar, wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein kleiner Schuhfetischist. Das hat sich jetzt gereimt. Und ja, ich war im Snipes und ja, da freut sich jeder. Ich weiß gar nicht, könnt ihr das sehen? Nein, könnt ihr bestimmt nicht. Und ja, das war echt krass. Bianca und ich gehen in das Geschäft, sagen so, ja, wir wollen die und die Schuhe. Ja, gibt's leider nicht mehr, sind ausverkauft. Aber wir haben die noch ein Paar in Schwarz für Damen. Ein einziges Paar in einer Größe. Ich wusste ja nicht, ob das meine Größe ist. So, wir gehen da hin, ich erstmal sofort unspektakulär. Nee, hab ich eigentlich gar keinen Bock auf die Schuhe. Hab ein paar andere angezogen und dachte mir so, ja komm, zieh sie die mal an. Gucke ich auf die Schuhgröße, was genau meine Schuhgröße und überlege, das war das letzte Paar von überhaupt allen, ne? Ja. Für die Frauen. Habe ihn angezogen und dachte mir so, boah, die sehen ja echt voll geil aus. Und dann, ich habe mir die Nike Air Force One geholt. Yeah. Das erste Mal schwarze Schuhe von Nike, sonst sind die immer weiß. Und ja, die sehen echt geil aus. Also hier sehen die besser aus, weil die sind offen. So sehen die aus und sind mega geil. Also die sind mega gemütlich und die sehen Hammer aus. Ich liebe die auch. Ich liebe sie. Findest du die nice? Ich finde die mega nice. Küss. Jetzt der Oberknüller. Jetzt kommen wir zu meinem Highlight. Und zwar ist das das hier. Vielleicht kennt ihr diese kleine Box. Vielleicht auch nicht. Ich öffne die kleine Box mal. Eine Michael Kors Uhr. Oh mein Gott. Ich habe mir eine Michael Kors Uhr gekauft. Boah, Junge, Junge, Junge. Ich war echt so, ey, ich habe endlich mal eine Michael Kors Uhr. Die ist so schön. Ja. Krass. Ich habe mir schon, wie lange wünsche ich mir schon eine Michael Kors Uhr? Seit 3-4 Jahren locker. Krass. Ja. Ja, aber du hast ja echt die schönste ausgesucht. Die ist super schön. Ich finde die auch echt sau schön. Und die wird lange halten. Weil meine andere goldene Uhr, ich habe ja 2 goldene Uhren, die eine ist Casio, die läuft ja auch noch, aber ich will einfach eine schickere und meine andere schickere goldene Uhr ist kaputt und die kann man noch nicht mehr reparieren. So Leute, und das war's auch schon mit unserem Primark plus Snipes plus Michael Kors Haul. So, ne? Aber im größten Teil als Primark Haul. Genau. Und ja, wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Um auf den zweiten Teil zu kommen, klickt auf ihren Kopf. Und wenn ihr mit dem Handy online seid, natürlich unten in der Infobox alles verlinkt. Und ja.
Da gibt es wunderschöne weitere Sachen. Ganz viele sogar, wirklich. Ganz, ganz viele. Ihr müsst unbedingt einschalten. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr mehr Primark Hauls haben wollt. Und ja, dann sagen wir bis zum nächsten Mal und tschüss!